Wir waren in Glasgow, um uns einen Jahrmarkt anzusehen, den es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Dort haben uns einige Attraktionen inspiriert. Da war ein Haus, das sich um die Leute drehte. Man saß in der Mitte auf einem Sitz, sozusagen auf der Achse, und das Haus drehte sich rundherum und machte einen schwindlig. Wir haben daraufhin eine Attraktion namens Hurricane geschaffen. Da müssen sich die Leute in ein Wohnzimmer setzen, wo die Möbel miteinander reden. Abenteuer also. Und dann hat ein seltsamer Wissenschaftler einen seltsamen Mechanismus geschaffen, der von den Möbeln ausgelöst wird. Die drücken einen roten Knopf und schon rauscht der Sturm. Wir haben einen alten Trick aus dem 19. Jahrhundert genutzt und ein Haus geschaffen, das sich im Sturm dreht. Das kam sehr gut an. Sie sitzen da und haben den Eindruck, das Haus dreht sich um sie. Da wackelt alles. Mit einem uralten Trick von vor weit mehr als 100 Jahren und der Technologie des 20. Jahrhunderts entstand so eine moderne Attraktion. Zunächst einmal hat ein ganzes Team von Künstlern das alles entworfen. Mit meinem Freund Franck Verpillard habe ich eine Art Drehbuch geschrieben. Das hat sich dann Jean Chalopin angeschaut und uns Themen vorgeschlagen. Wir haben daraufhin Leute gesucht, die die Modelle bauen konnten, weil wir das erst einmal im Kleinen gebaut haben, um zu zeigen, wie es aussieht, wie die Zuschauer sich darin bewegen können und die Vor- und Nachteile jeder Option. Danach haben wir Techniker gebraucht, die das in die Wirklichkeit umsetzen konnten. In Frankreich gab es seinerzeit einen Hersteller, der sogenannte Animatronics machte. Die werden in Disneyland viel verwendet. Jetzt gibt es natürlich wesentlich mehr Roboter. Damals war das noch viel Hydraulik, aber es war auch schon computergesteuert. Wir haben uns mit Ingenieuren zusammengesetzt, mit EDV-Leuten, Mechanikern und Physikern und mit deren Hilfe haben wir das zufriedenstellend hinbekommen. Am Schluss hat uns dann aber doch die EDV einen Streich gespielt. Vielleicht wollten wir für damals einfach zu viel. Das war so gegen Beginn der 90er Jahre. Heutzutage wäre alles umsetzbar angesichts der rasenden Entwicklung im Computerbereich in den letzten 20 Jahren. Damals war es aber die Schwachstelle unseres Vergnügungsparks.